Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Deponia. Ja, wir sind hier immer noch auf der Suche nach der Möglichkeit, Kaffee zu finden. Und wir haben hier ein Rezept. Wir brauchen Wasser. Belebende Flüssigkeit. Keine Ahnung, was das ist. Klares Wasser. Besonderes aufpuschend. Schwarzes Pulver. Heiße Bohnen. Die weiß ich, woher das ist. Was sollen denn heiße Bohnen sein? Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Klares, belebendes und energiereiches Wasser. Okay, also die Bohne, weiß ich was, von wo das ich die bekomme. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie wir dahin dazukommen. Aber ich weiß, wie ich das bekomme. Ich hatte neulich wegen dem Wasser noch eine Idee. Und zwar hat der liebe Freund hier ein Wasserrohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Mit dem Rohr muss ich noch irgendwas machen, das weiß ich. Nur was weiß ich nicht. Ah, hier, Zahnbohrer nehmen wir und machen in das Rohr ein Loch rein. Genau. Ein Loch, wollte ich sagen. Okay, jetzt, machen wir den Schwamm? Ne, geht nicht. Das muss nicht umgefüllt werden. Ja, ist ja gut. Irgendwie den Trichter auf? Ne. Wie machen wir das denn jetzt? Luftballons? Da rein? Nee. Okay. Ich denke mal, das war mal vorläufig genug. Gehen wir mal hoch. Ins Badezimmer. Mal schauen, was ich da kann machen. Hier kann ich, glaube ich, nichts machen. Wenn mich das nicht ganz täuscht. Irgendwas mit dem Kamin muss ich auch noch machen. Hey. Ich will nicht schon mein ganzes Pulver verschießen. Ah, jetzt wird es. Ja, genau. So und so. Dann haben wir Schwarzpulver. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Genau. Ha, super. Prima. Gut, das Schwarzpulver haben wir. Wasser organisieren wir uns noch. Sag mal das Rezept. Schwarzpulver, sehr gut. Besondere Aufputschmittel. Keine Ahnung, was das sein könnte. Habe ich. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Was ich noch lustig finde, ist, dass ich jetzt das Zensiermesser nicht mehr habe. Okay. Der muss ich doch irgendwie da miteinander verbinden. So, Luftballon. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ah ja, okay, warte jetzt. Das muss nicht umgefüllt werden. Okay. Nun ja, funktioniert nicht ganz. Dann gehen wir mal hoch nach zu dem Boiler, zu dem Wasserturm und lassen da mal Wasser rein und hoffen, dass wir unten dann Wasser haben. Wassertank, so, und ziehen wir mal. Jetzt sollte Wasser rauskommen. Unklares Wasser. Hahn des Wasserhahns. Mal schauen, was passiert. Nicht viel. Ach, jetzt nehme ich den Trichter und. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Handarbeit, so.
Nein, hier ist Handarbeit Okay, gefragt. gut. Wir gehen jetzt nochmal zu Wenzels Haus in den Keller und da hat sich nichts getan. Mit dem Wenzel mal reden. Hey Wenzel, was gibt es? Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Vielleicht kann er mir ja Schon helfen. wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach Ach komm ja, jetzt. der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Ja. Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Tja, wenn Die ich das einzige wüsste. Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können, Na, fauler Sack. hat er mir schon geholfen? Hast du eine Belebendes. Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du Okay. eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. Ja. Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Hm, du machst das schon. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Denn seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Du bist gemein, Rufus. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Oh, komm Bis später. jetzt. Genau. Ich. Nicht darauf, die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familie. Na und? Und Okay, bleib. Und wenn teilen wir. ja. Bleib. Die Wünschelrute, die werde ich noch bekommen. Ich weiß eigentlich auch schon halbwegs wie. Beim Jupiter. Nee, wartet. Wir gehen mal zur Gasse, weil der hat ja Batterien im Ha. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Rufus. Genau. Bis bald. Rufus. Genau. Ich möchte eigentlich hier runter. Geht nicht, ne? Wie komme ich jetzt an die Batterien ran? Gut, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar machen wir mal da. Und was brauchen wir noch? Wo brauchen wir noch Platz? Machen wir mal da und machen wir. Was haben wir noch da? Da, da und da. Ja. Nee. Was machen wir? Nee, machen wir da. So. Mal schauen, was jetzt passiert. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Ja, nichts passiert. Der sitzt immer noch gemütlich hier. Hey Wenzel, was gibt es?
Bis später. Genau. Hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Es bimmelt nicht mehr. Ja, wie komme ich jetzt an die Batterien ran? Ich frage mal da meine Süße da. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Oh. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Komm jetzt. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Oh. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Ich muss weg. Toni, das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Okay, okay. Ich weiß schon, dass die Kaffeemaschine nützlich sein wird, wenn ich das Ganze dann vermahlen muss. Aber zuerst muss ich da mal Schwarzpulver habe ich ja. Aber wir müssen jetzt noch ein paar andere Sachen nehmen. Ein Stier. Toro! Hey, Toro habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Der hat irgendwie... Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. Genau. So schon mal nicht. Okay. Den Trichter auf und dem Stier. Heute, liebe Kinder, so schon mal nicht. Okay. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Mit dem Schweißgerät vielleicht? Toro! Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr... Toro! Naja, mit dem Schweißgerät geht mal nichts. Dann nehmen wir den Dartpfeil, den brauchen wir zwar Toro! Eigentlich für was Toro! Anderes. Warte mal, rotes Tuch. Ein Toro! Hey! Ha! Okay, ich dachte ja nur. Schild! Aha! Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Nun ja, dann wohl versuchen wir es jetzt nochmal mit dem... Und heute, liebe Kinder... so schon... Mann, wie geht denn das? Habt ihr Ideen? Luftballon? Toro! Nö. Toro! Nö. Schwamm? Toro! Mann, geh mal auf die Seite hier. Freigegeben ab 12. Schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Irgendwie müssen wir... Und heute, liebe... so schon mal nicht. Also irgendwie müssen wir... Ach ja, die Liebe. Keiner kann mehr behaupten, dass ich davon nichts verstehe. Mach mal die Motorhaube auf. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen.
Windschutzscheibe. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Okay, wir müssen den roten Lappen nehmen und die... Lieber nicht. Ach, komm jetzt. Ach, den Schwamm, genau. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust ja. und Seife. Lust und Seife, aha. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Oh, jemine. Lieber Rufus, du machst es echt kompliziert. Hier runter können wir ja nicht, ne? Stier. Irgendwie müssen wir noch einen Weg finden, wie wir von dem Stier Blut bekommen. Und wie wir... Und wie wir hier an die Batterien kommen, die wir hier haben. Gehen wir mal ins Rathaus, mal schauen, was genau hier ist. Da fehlt einer. Ah, ich weiß, glaube ich, mit den Sprengungen muss man die da weglocken. Okay. Gut. Das ist der Dr. Gizmo und hier haben wir den Türknopf mit Ballons drinnen. Irgendwie. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Die wollen mich wirklich loshaben, dann lasst mich doch einfach gehen. Mal mit dem Herr Gizmo reden. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Na komm jetzt. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert! Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person! Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brand... Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Warum haben doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein. Menno. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Hey, Goal! Goal! Aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose. Tja, ich kenne mich. Gut, Ja. Habt ihr Ideen noch? Mal gucken. Da muss doch hier auch irgendwie was
Nützliches haben. Ärzteschrank, was hast denn du da drin? Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Sag's nicht, Herr Kollege, sag's nicht. Nicht kleckern, sondern klopfen. Ich persönlich finde... Nicht da. Da vielleicht. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Aha. Verdammt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ach man. Nun ja, Dartpfeil. Gott sei Dank bin ich ein Verdammt. Mit dem richtigen Werkzeug... Gut. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Der Doc auch nicht. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Na komm jetzt. Auch wenn ich sie garantiert treffen könnte. Ich würde sie damit niemals runterbekommen. Ja, ist ja gut. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Bohrmaschine. Ich spare mir meine... Ah, du bist für nichts zu gebrauchen, lieber Rufus. Handschellen in einer Waagschale. Die sind bestimmt ein Symbol für... Diebstahl. Überladene Metaphern? Nein, Diebstahl. Was haben wir hier? Asbesthandschuhe, okay. Zack. Ah, ja. Ja. Feuerlöscher, ja. Es ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Okay. Da ist nichts mehr zu holen. Okay. Jetzt macht langsam alles ein bisschen mehr Sinn. Ein Baum. Das ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Okay, wir kommen dem Schritt immer wie näher. Da ist ein Loch in der Plattform. Feuerleiter. Juhu, ich wollte schon immer Feuerwehrmann werden. Aha. Mal schauen. Toro! Er hat nur noch Augen für die Kuh. Das würde den Stier nur ärgern, aber noch nicht genug. Kaputt. Ja. Das würde den Stieren aber noch nicht genug. Habe ich keine Buntstifte? Das würde den Stieren aber noch nicht genug. Irgendwie müssen wir jetzt... Das würde den Stier aber noch nicht genug. Den Stier hier ärgern? Das würde den Stier aber noch nicht genug. Das würde den Stier aber noch nicht... Okay. Das könnte eine prima Miniaturausgabe meines freischwebenden Lastenhebers werden. Alles, was noch fehlt, ist Gas für den Ballon. Von wo habe ich denn jetzt das Gas eigentlich? Meine erste Erfindung waren Wasserbomben, die gleichzeitig als Stinkbomben daherkamen. Bei der hiesigen Wasserqualität naheliegend. Aber man muss auch drauf kommen. So baut man keine Heißluftballons. Es hat Wochen gedauert, mir das Plastik von der Haut zu pulen. Oje, was hast du nur angestellt? Das muss nicht umgefüllt. Kein Grund für Übertrieb. Ich weiß, was... Ja, cool. Für Deponia ist der die Aftershock. Au, jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Nee, blöder Mensch. So, jetzt, ich weiß wie. Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird.
Gut, und jetzt? Und heute, liebe Kinder? Hm, so schon mal. Oh das Gott. Muss nicht umge... Und heute? Hm. Und? Hm, so schon mal nicht. Hm, wie kriege ich jetzt das Blut aus dem... Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Niemals. Und Toni wird... Und heute, lieb... Hm. Wie krieg ich... Das muss nicht umgefüllt werden. Ja. Wie krieg ich jetzt das Blut? Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Okay, Rodeo. Gleich nochmal. Irgendwie muss ich den kaputt machen. Also so nicht. Gleich nochmal. Ich muss mich da irgendwie... Nein. Festmachen. Der Stier ist wütend. Zeit für ein Rodeo. Der Stier ist wütend. Zeit für ein Rodeo. Ja, aber irgendwie muss ich mich ja drauf festhalten können. Und so funktioniert das nicht. Ich weiß schon, ich muss den Stieren wütend machen, dass er dich, indem ich ihn reite. Und dann bekomme ich auch sein Blut. So, wir nehmen jetzt die Chilischote. Somit hätten wir dann auch die scharfe Bohne. Tada! Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Das ist keine Blume. So. Hab ich. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Energiereiches Wasser und belebendes Flüssigkeit, das ist das Stierblut. Das ist, muss ich irgendwie an die... Wir versuchen noch eine Sprengung. Und zwar... Ich weiß nicht mehr, wo die Herren genau waren. Oha, das Spreng... Achtung! Sprengung! Mal schauen, ob das die richtigen waren. Oh ja. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Aber der kommt nicht. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Muss ich nur irgendwie den Wenzel davon überzeugen? Warte jetzt. Wenn ich jetzt den nehme, den und dahin würde setzen. Geht nicht mehr. Die müssen blockiert sein. Jetzt muss ich Wenzel davon überzeugen, dass er mir seine Nummer geben soll oder dass er... Hey Wenzel, was gibt es? Du behaltest den Betrieb auf. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Bis später. Genau.
Der geht erst, wenn wir eine Wasserader gefunden haben und, wie bekommen wir jetzt den Rodeo-Captain? Sag mal, was sprichst du? Ich habe Hunger! Das ist schön. Ich auch. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Okay, dann machen wir Folgendes. Ich muss den... Nein. So. Will Holly einen wahllos ausgesuchten Gegenstand aus meinem Inventar? Dann eben nicht. Oh Mann. Ibididip. Das muss nicht Doch muss es, Mann. Wir gehen nochmal zu dem Herrn da drin. Schauen mal. Lonzo. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Energiereiches Wasser. Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energiereich. Frag ihn doch mal. Puh, das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Ja, ich... Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich behalten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Verdammt. Ich gehe da mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Ja, das nehme ich ja an. Faulpelz. Ich muss alles machen und die machen gar nichts. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Wie genau vor? Der Sprengmeister. Dann läutet er. Ich gebe das Signal, dann wird gesprengt. Richtig, danke. Nochmal wegen... Nochmal? Wie war noch... Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Nein, ich will runter. Rufus, genau. Ich brauche eine Batterie. Oh. Junge, wo hast du deine Batterien aufgelegt? Oha! Achtung! Sprengung! Und wieder die gleichen. Okay, das wird noch tricky. Und ich würde sagen, mit dem Bild verabschiede ich mich. Irgendwas muss ich noch in Brand setzen. Aber was? Wenzel hat einen dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Warte mal. Ich versuche noch was. Schnell.
Wenzel hat eine Schu... Ja, ist ja gut. Hätte ja funktionieren können. Wenzel hat eine... Hätte ja echt funktionieren können. Niemals. Und Toni wird... Das muss nicht gewartet werden. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Mit dem Schwung muss ich auch noch irgendwas machen. Nur was? Also ich weiß schon, was ich mit deinem Schwung kann machen, aber nicht... Ah, warte mal. Jetzt weiß ich's. Etwas versuche ich noch. Und zwar gehe ich jetzt zu Toni. Und die hat ja Wasser. Weil es auch unrein ist. So, hopp. Hopp. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Du sollst doch nicht den Abwasch machen. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Oh. Ah, nasser Schwung, habe ich ja. Jetzt gehen wir noch die Scheibe putzen vom Auto. Und da sagt man, Rufus arbeitet nichts. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen. So, vor die Stadttore. Jetzt nehmen wir den Schwung. Und schreiben hier Geschichte. Muss das wirklich sein? Ja. Komm jetzt. Oh. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. Okay, Mann, das Spiel fesselt gerade. Ich kann nicht aufhören. Hanek. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Ja. Nochmal wegen... Nochmal? Na, wie war noch gleich dein Name? Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Genau, Hanek, du bist ein toller Mensch. So. Jetzt nehmen wir den Schlüssel und Trucktüre. Und einen Hebel. Und eine Motorhaube. Und auf! Und hier haben wir eine Batterie. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Ich weiß wie. Vor der Maschine her. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah! Au! Yeah! Uah. Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Das wieder. Muss nicht umgefüllt werden. Ja, gut. Jetzt nehmen wir noch einen Luftballon und füllen. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Oh, nö. Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Woher kriege ich jetzt ein Gefäß? Ja, ich hoffe, das fließt die Ewigkeit hier durch. So, also jetzt ist wirklich Schluss an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal suchen wir Gefäße für die Säure und dann irgendwie noch eine Lösung, wie wir beim Stier. Wie wir beim Stier dann
das Blut bekommen oder die Säure oder die Flüssigkeit, wo er hat. Und ja, dann haben wir, glaube ich, schon ziemlich viel zusammen. Dann brauchen wir noch irgendwie klares Wasser. Das finden wir im Rathaus. Um das zu bekommen, müssen wir zuerst mal eine Wasserader bekommen, damit der Wenzel seine Nummer auch angeht oder so. Oder wir müssen einfach ganz einfach dem Wenzel irgendwie die Nummer abknöpfen. Aber wie wir das machen und wie es weitergeht, werden wir bei der nächsten Folge sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Deponia sagt Ciao, Rufus sagt Ciao und Trantobaki sagt auch Ciao. Tschüss.